Hallo ihr Lieben, ich bin Patti und in der 34. Woche schwanger. Wir werden jetzt gemeinsam ein Ganzkörpertraining absolvieren. Die Übungen habe ich so ausgewählt, dass wirklich jede Schwangere auch im dritten Trimester die Übungen absolvieren kann. Solltet ihr mal außer Atem kommen, dann pausiert bitte das Video und steigt dann wieder ein. Habt ihr noch Fragen, ob ihr während der Schwangerschaft Sport machen dürft? Dann beratet euch vorher bitte mit eurem Gyn oder eurer Hebamme. That's it, wir können starten, los geht's! Atme nochmal tief durch und dann geht's gleich ganz entspannt los mit Kopfkreisen. Du stehst schulterbreit, die Hände sind eingestützt und dann kreist du halbmondartig deinen Kopf von der rechten Schulter zur linken und zurück. Du kannst dabei die Augen noch schließen und immer schön tief ein- und ausatmen. Und wir wechseln. Jetzt blicken wir erst nach oben und dann senken wir den Kopf. Mach alles in deinem eigenen Tempo. Dein Puls sollte nicht zu hoch gehen. Also du solltest während den Übungen noch frei sprechen können. Jetzt nimm die Arme neben den Körper und dann kreisen wir unsere Schultern nach hinten. Nimm dabei ruhig deinen gesamten Körper mit und mach die Bewegung so groß wie möglich. Jetzt wechsel einmal die Richtung und mach das Ganze nach vorne. Komm jetzt in einen weiten Stand und dann kreise die Hüfte. Das sieht bei jedem komplett anders aus, also führe die Übung so aus, wie sie sich für dich angenehm anfühlt. Und jetzt wechsle einmal die Richtung und kreise andersherum. Jetzt bringen wir etwas Bewegung in dieses Workout. Du machst Steps zur Seite und der gleiche Arm geht diagonal zur anderen Seite nach oben. Es folgt die letzte Warm-up-Übung. Mache einen Squat in Kombination mit einem dynamischen Side-Stretch. Die Knie folgen bei dem Squat natürlich den Zehenspitzen. Die Arme kannst du während des Squats unten einstützen und oben nimmst du abwechselnd einen Arm diagonal über deinen Körper. Und noch einmal, dann gibt es 20 Sekunden Pause und wir starten mit dem Workout. Mach dich langsam bereit, noch einmal den Babybauch streicheln und dann starten wir mit Chair Squats. Deine Füße sind etwas mehr als schulterbreit. Nimm die Arme über den Kopf, beuge die Knie und wenn du hochkommst, ziehe die Arme vor die Brust. Achte auf einen stabilen und geraden Rücken. Die Übung ist nicht nur super für Gesäß und Beine, sondern auch gegen untere Rückenschmerzen. Schön durchhalten in deinem eigenen Tempo. Gleich hast du es geschafft. Dann gibt es 20 Sekunden Pause und dann kannst du erstmal was trinken. Als nächstes machen wir Schwangerschaftsliegestütz. Komm dafür in einen Vierfüßlerstand und hebe ein Bein ab. Deine Hüfte bleibt bei diesen Liegestützen oben. So nimmst du den Druck vom Bauch. Jetzt setze das Bein langsam wieder ab und strecke das andere Bein aus.
Geschafft. Ruh dich kurz aus, atme tief durch und dann geht's weiter mit einer Übung für unsere Schultern. Komm in eine vorgebeugte Position, mache die Füße so breit, wie du es brauchst für deinen Babybauch. Und dann strecke die Arme neben deinem Körper aus und bewege sie hoch und runter. Achte auch hier wieder darauf, auf einen geraden Rücken und auf eine gleichmäßige Ein- und Ausatmung. Dein Kopf sollte sich in einer neutralen Position befinden. Das heißt, Wirbelsäule und Kopf bilden eine gerade Linie. Nur noch 3 Wiederholungen und dann hast du es geschafft. Ganz wichtig, das Trinken nicht vergessen. Jetzt machen wir ein bisschen was für unsere Ausdauer. Wir machen Schwangerschafts-Jumping-Jacks ohne Sprung. Das heißt, ihr steppt einfach zur Seite, anstatt mit beiden Beinen auseinander zu springen. Wer sich natürlich super fit fühlt und Sprünge nicht unangenehm sind, der darf natürlich auch weiterhin normale Hampelmänner machen. Okay, jetzt lassen wir unsere Oberschenkel brennen. Du machst erst eine Kniebeuge und von dort aus gehst du direkt in eine seitliche Kniebeuge und dann wieder in die Mitte und zur anderen Seite. Mach das schön langsam und kontrolliert. Hier ist ein bisschen Gleichgewichtssinn gefragt und davon mangelt es manchmal in der Schwangerschaft. Sehr gut, nur noch wenige Wiederholungen und dann ist eine Pause angesagt. Komm jetzt runter auf die Matte und dann machen wir was für unsere starken Arme. Deine Füße sind vor deinem Körper angewinkelt, deine Arme hinter deinem Rücken aufgestützt. Und jetzt beugst und streckst du abwechselnd deine Arme. Mache auch diese Bewegung schön langsam und kontrolliert. Also lass dein Gesäß nicht einfach auf die Matte plumpsen, sondern langsam absinken. Dein Gesäß darf die Matte zwar berühren, aber du solltest die gesamte Zeit auf Spannung bleiben. Steh langsam wieder auf und dann nimm einen schulterbreiten Stand ein und beuge dich langsam nach vorn. Deine Arme sind gestreckt, die Ellenbogen ziehst du dann eng am Körper nach hinten zusammen. Dann richtest du dich auf und deine Hände boxen vor dir in die Luft. Beim Aufrichten kannst du dich auch schön mit dem Gesäß hochdrücken und ganz oben die Fersen abheben. So beanspruchst du mit dieser Übung den gesamten Körper. Fällt dir das mit dem Gleichgewicht nicht mehr ganz so einfach, dann kannst du oben die Fersen auch auf dem Boden lassen. Und zweimal noch, dann gibt es erstmal eine Pause.
Und wieder schön trinken. Während der Schwangerschaft brauchen wir so viel Flüssigkeit. Deswegen solltet ihr das vor allen Dingen jetzt nicht vergessen. Jetzt sind unsere seitlichen Bauchmuskeln dran. Diese dürfen wir noch trainieren während der Schwangerschaft. Und es ist super, wenn die gestärkt bleiben, denn das hilft während des Wochenbetts schneller zu kurieren. Knie und Ellenbogen berühren sich seitlich abwechselnd. Du musst das Bein aber nicht so hoch heben wie ich hier. Das reicht schon, wenn du bloß leicht in die seitliche Beugung gehst. Puh, geschafft! Kurz tief durchatmen und dann geht's gleich weiter. Wir machen einen hohen Ausfallschritt nach hinten. Das heißt, du gehst gar nicht mehr mit dem Knie nach unten, sondern bleibst gestreckt mit dem hinteren Bein. Wenn du dich nach vorne ziehst, nimmst du das Knie nach oben mit. Du kannst die Arme gerne so wie ich mitnehmen und damit manchmal vielleicht auch etwas Schwung holen oder du stützt sie in die Seite ein, so wie du mehr Halt hast. Auch hier ist es nicht wichtig, wie hoch du dein Knie ziehst. Es geht nur darum, das andere Bein an Gleichgewicht zu trainieren. Wir gehen mit dem gleichen Bein zurück und gehen jetzt tief in den Ausfallschritt. Die Arme sind kaktusartig neben unserem Körper angewinkelt. Und jetzt heben und senken wir unsere Hüfte. Achte darauf, dass deine Hüfte gerade ausgerichtet bleibt und dass dein Knie immer deiner Zehenspitze folgt. Komm in den Vierfüßlerstand und verlagere dein Gewicht auf den linken Arm. Den rechten Arm streckst du über deinen Kopf seitlich nach oben und fädelst ihn dann unter deinen Oberkörper durch. Das machst du jetzt abwechselnd. Deine Hüfte befindet sich dabei über deine Knie, dein Rücken ist gerade und dein Blick folgt immer deiner Handfläche. Und noch einmal, dann bleibst du unten auf der Matte und kommst in einen halben Side Plank. Mit deinem linken Bein und deinem linken Arm stützt du dich auf der Matte ab. Und dann hebst und senkst du dein gestrecktes rechtes Bein. Hebe und senke das Bein sehr kontrolliert, also lasse es nicht nach unten plumpsen, sondern halte die gesamte Zeit die Spannung auf deinem Bein. Guck
kurze Pause, dann machen wir die letzten vier Übungen nochmal für die andere Seite. Jetzt geht das linke Bein nach hinten und wir machen den High Lunge. Das heißt, du gehst wieder nicht in die Knie, sondern stellst dein Bein hinten nur auf und dann ziehst du dein Knie nach vorne, nach oben. Wir machen eine kurze Trinkpause. Und wir machen ein weiteres Mal Cactus Lunges, diesmal mit dem linken Bein hinten. Und wenn du oben bist, spanne ruhig deinen Gesäßmuskel nochmal schön an. Damit beanspruchst du den Muskel noch intensiver. Nutze die Pause, um wirklich schön tief durchzuatmen. Jetzt fädeln wir unseren linken Arm unter unseren Oberkörper durch. Wenn du dich nach oben streckst mit dem Arm, öffne schön weit deine Brust. Wenn dir die seitliche halbe Plank-Position zu anstrengend ist, dann lege dich flach auf die Seite und hebe und senke nun dein linkes Bein. Und wir machen das Ganze noch dreimal, dann gibt es wieder eine kleine Babybauchstreichelpause. Komm wieder in den Vierfüßlerstand und jetzt machen wir eine Variante von Kickbacks. Hebe dein rechtes Bein an und senke es dann über dein anderes Bein ab. Dann streckst du es wieder aus. Thank you.
Und das Ganze machen wir dann gleich nochmal auf der anderen Seite. Pause. Wir bleiben bei der nächsten Übung im Vierfüßlerstand, werden dann Diamond Push-Ups machen mit einer Kick-Bewegung nach vorne. Also, du platzierst die Hände in einer schmalen Form vor deinem Körper, dann machst du einen Push nach unten, gehst wieder nach oben, Punch nach vorn, ruderst zur Seite und das Ganze nochmal auf der anderen Seite. Bei der kreisenden Bewegung zur Seite mache diese richtig schön groß, um den vollen Bewegungsradius mitzunehmen. Richtig gut. Wir machen jetzt noch eine Übung und danach folgt schon das Cooldown. Auch für die letzte Übung bleiben wir im Vierfüßlerstand. Deine Hände sind zu Fäusten geballt, vor dem Körper aufgestellt und ziehen dann abwechselnd neben deinem Körper nach hinten. Die Fäuste sind deswegen so praktisch, weil man dadurch automatisch im gesamten Oberkörper mehr Spannung behält. Und die letzten Sekunden laufen. Danach machen wir nochmal 20 Sekunden Pause und dann werden wir gemeinsam ein Cool Down absolvieren. Schiebe dich aus deinem Vierfüßlerstand in den herabschauenden Hund und stelle die Beine so breit auf, dass dein Bauch Platz hat. Und dann kannst du die Beine abwechselnd beugen und strecken. Großen Schritt nach vorne und lege deinen rechten Oberschenkel angewinkelt ab. Halte diese Position und genieße den Stretch. Löse diese Position langsam auf, komm zurück in den herabschauenden Hund und dann mache das Gleiche auf der anderen Seite. Nochmal in den Schneidersitz, verschränke die Hände hinter deinem Kopf. Nun wechsle zwischen einem Rundrücken, also dein Kinn geht zur Brust und die Ellenbogen ziehst du nach vorn und einem leichten Hohlkreuz. Dabei geht dein Kopf in den Nacken und die Arme ziehst du nach hinten, um deine Brust weit zu öffnen.
Löse diese Position auf und dann machen wir nochmal einen sanften Stretch zur linken Seite. Lege den linken Arm neben deinem Körper auf und stütze dich ab. Und dein rechter Arm zieht über den Kopf zur linken Seite. Und wir stretchen nochmal nach rechts. Genieße den Stretch in deiner linken Körperhälfte. Und löse auch diese Position wieder auf und sei stolz auf dich. Das hast du richtig gut gemacht. Das war das Workout. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hatte Spaß. Ich bin völlig geschwitzt. Ciao.